Diese Helme stürzen immer und immer wieder in genau definierter Geschwindigkeit auf einen Sockel. Insgesamt 18 Mal auf unterschiedliche Seiten. Beschleunigungssensoren messen, wie stark der Helm den Aufprall dämpft. Ohne Helm kann schon ein Sturz mit 10 Stundenkilometern schwere Hirnschäden verursachen. Das haben Wissenschaftler im Computermodell herausgefunden. Rotationskräfte sind besonders gefährlich. Sie treten verstärkt auf, wenn der Kopf schräg aufschlägt. Die Schneekugel zeigt dies anschaulich. Bei gerader Bewegung wird das Wasser kaum aufgewirbelt, bei Rotation hingegen deutlich stärker. In ähnlicher Weise richten Rotationskräfte im Gehirn größeren Schaden an. Mit Sturzprüfungen auf eine schiefe Ebene prüfen wir auch den Schutz vor Kopfverletzungen bei Stürzen mit hohem Rotationsanteil. Hier testen wir realitätsbezogener, als die Norm es vorschreibt. Nur 3 von 14 Helmen im Test 2024 schützten gut vor Kopfverletzungen. Weiteres Ergebnis unseres Tests? Die mitgetesteten, für höhere Geschwindigkeiten ausgelegten S-Pedelec-Helme schützten bei vergleichbarem Tempo schwächer als die 3 normalen Testsiegerhelme. Unsere Tests haben weitere Probleme aufgedeckt. Bei Casco eMotion 2 brach das Gurtschloss, sowohl in der Abstreifprüfung als auch im Belastbarkeitstest. Damit könnte er bei einem Unfall vom Kopf rutschen. Der Casco-Helm ist damit mangelhaft. Einige Helme sind bei Dunkelheit schlecht sichtbar. Laser beispielsweise hat weder Licht noch Reflektoren. Lidl zeigt, wie es deutlich besser geht, für wesentlich weniger Geld. Wichtig: unbedingt vor dem Kauf probieren, welcher Helm mit gutem Unfallschutz auch zum eigenen Kopf passt. Alle Testergebnisse zu Unfallschutz, Handhabung und Komfort gibt es unter test.de/Fahrradhelme.